So, speichern wir mal. Können wir eigentlich hier... Nee, ist nicht aufgemalt. Okay. Wir sind soweit hier fertig und ich vermute, dass jetzt gleich wieder Gegner kommen. Gegner? Keine Gegner? Passen wir hier nicht durch? Wir sind doch schon runter eigentlich. Und wir machen uns auf den Weg. Checken wir das mal aus. Wofür ist eigentlich diese Kiste? Keiner weiß es so genau. Und ich sehe jetzt erst, wenn wir da dran kommen, dann kriegen wir in die Luft. Das Dynamit war so unscheinbar. Es leuchtet ja auch nur rot. Keiner, der kommt, das ist gut. So darf es sein. Wo müssen wir nun eigentlich hin? Keine Ahnung. Speichern ist ganz gut. Das Tor ist offen und ich hab Angst vor dem Scharfschützen. Der ist da immer noch und schießt auf uns und trifft uns überall. Sinnlos ist das mit diesem Kerl. Er ist so gut. Natürlich, er trifft uns sofort. Ich könnte kotzen, das ist doch nicht wahr. Oh, ich wollte nicht speichern, ich wollte eigentlich laden. Na gut, was jetzt? Sturmgewehr, lass uns weitergehen, lass uns diesen Weg beschreiten. Gehen wir weiter, tun wir das, was wir am besten können, und wir morden uns durch die Welt. Jetzt auf sehr gut. 15%. So, magst du das hier noch? Geh doch mal hier drauf, bitte. Dankeschön. Noch mitnehmen. Hier noch ein bisschen was. Nix, was wir noch einstecken könnten. Was ist das denn für ein cooler Choo-Choo-Train hier? Der sieht ja heiß aus. So, speichern. Sehr geil. So. Festnahme, wir haben das nächste Kapitel erreicht. Ich kann nicht mehr diesen Lok auswählen. Ich kann sie nicht mehr auswählen. Ich kann sie nicht mehr. Oh, Junge! Scheißdreck. Okay, wir sollten also vorher abspringen. Nein, ich wollte doch nicht speichern. Ah, Mann, Typ, du machst mich fertig. Die Frage ist jetzt, was war automatisches Speichern? Okay, 15 und 14, das war ja gerade eben. Nehmen wir das mal. Okay, sehr gut. Nicht so schnell. So, ich springe dann schon mal ab. Und wir schauen mal, wie sie gemütlich einrollt. Oh, sie wird automatisch schneller dann. Ist ja interessant. Sag mal, Junge. Also ich weiß auch nicht, manchmal frage ich mich echt mit dem Zielen, ob das so hinhaut. War nicht gerade noch einer? Ah, der versteckt sich da hinten, oder? Ja, natürlich macht er das. Kleiner Drecksack. Okay, nicht auf die, nicht auf die... Könntest du mal bitte wieder hier hochgehen? Nein, nicht da... Okay. Es war zum Glück kein Strom mehr drauf. Wir haben die Tür aufgesprengt und wir schauen mal, wo wir dann jetzt eigentlich hier hinkommen. Ich weiß es nicht. Oben ist zu. Sieht total gemütlich aus. Wir können natürlich einfach ins Nass springen, aber ich würde sagen, wir schauen das mal hier drüben nach. Wir können natürlich auch einfach die Treppe nehmen, wie das zivilisierte Menschen tun. So. Und sind jetzt im Nichts. Oh, traumhaft. Diese Tür öffnen. Jawohl. Open this door for me. I want to go through the door, oh Lord. Please open the door for me. We got some air to breathe. Where do we get there? I don't know. Here's the train we come with. Get to the surface and down again.
I don't know why, but we do it that way. Nein, diese Penisse greifen mich echt an. Diese kleinen Drecksviecher. Wo sind die denn? Da war doch gerade noch einer. Was? Alter, müssen die mir auch ein Leben abziehen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh, kann ich das nicht zerstören? Ist ja schade. Okay, dann brauchen wir jetzt also die Brechstange. Break them all apart, fuckers! Break them all apart! The penis attack is terrifying. Break them all apart. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin ja schon an der Oberfläche, Mensch. Reg dich nicht auf. Achso, ich glaube, ich soll ja einfach raus. Kann das sein? Nee. Oder vielleicht doch. Oh, scheiße. Wer hat sich denn... Warum ist das jetzt aufgegangen? Wer hat sich denn den Spaß ausgedacht? So, können wir jetzt vielleicht drauf... Ach, nein. Ah. Sehr schön. So. Immer wieder eine kleine Jump'n'Run-Einlage. Das ist total großartig in dem Spiel. Die machen immer am meisten Spaß. Hallo. Ja, 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 ja. Spielen wir doch ein kleines bisschen miteinander, aber ich habe auch schon wieder keine Zeit mehr für dich. Tut mir leid. Oh, mir krabbelt gerade mein Näschen ständig fest. Alle, die wissen, wie ich aussehe, wissen, dass die Bezeichnung Näschen seltsam ist bei mir. Oh, sorry, ich muss da gerade... Oioioi. Das hat aber gekrabbelt. Dass die Bezeichnung Näschen bei mir etwas leicht untertrieben ist. Ich werde auch von manchen die Nase genannt. Okay, aber ich sehe das mal als Charakternase an, dieses Ding da in meinem Gesicht. Okay, weiter geht's. Wir sind endlich hier. Das ist schon mal ganz gut. Hier ist leider nichts mehr drin, schade. Aber wo müssen wir denn eigentlich hin, ist die Frage. Müssen wir hier einfach dahinter oder wie sieht das aus? Da drüben waren wir ja vorhin. Ich weiß es gar nicht so richtig. Leute, wo muss ich denn... Au. Aber ich glaube, wir sind richtig. Oder? Sind wir hier richtig? Ich glaube, wir müssen hier ins Wasser. Platsch. Oh, wieder diese Ekelpenisse. Oh, da hatten wir einen geladen, das ist gut. So, müssen wir ein bisschen schneller machen. Hallo? 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 Was war das denn? So, dann machen wir schnell auf. Penisse überall! Sterbt, ihr Penisse! Ah, die sind so eklig, die Viecher. Noch einer am Leben? Ich glaube nicht, ne? So, wo müssen wir denn hier hin? Oh, wir können sogar stehen hier, ist ja traumhaft. So, ich glaube, das ist nur zum Luftholen. Hallo? Ah. War gerade ein wenig seltsam. Das war, glaube ich, nur zum Luftholen. Ah, hier kann man drunter durch. Ah. Muss mir doch jemand sagen. Kannst du irgendwie mal an die Oberfläche? Nicht so? Okay. Also weiter. Weiterem Text. Penis weg. Und wir sind endlich wieder draußen. Wunderbar. Haben wir den überfluteten Bereich hinter uns gelassen. Ach ja, den Freund kenne ich. Ich habe schon mal ein Let's Play gesehen von Half-Life und da war dieses Team mit drin. Ja. So können wir nämlich nichts gegen den ausrichten. Wir brauchen etwas, das wir dort von sehen. Diese Waffe, diese Armbrust, die davon so schön prominent platziert ist. Das Problem ist, wir sehen schon, die hängt über dem Wasser in einem Käfig. Und was könnte wohl passieren, wenn man in den Käfig geht, um die Armbrust zu holen? Ich weiß es nicht. Was könnte da wohl passieren, wenn darunter ein tödliches Biest ist? Die behaupten zwar, dass sie es aus dem Challenger-Graben heraufgeholt haben, aber ich wette, dass dieses Ding bis vor einer Woche noch niemals in einem Gewässer auf der Erde herumgesprungen ist. Im Haikäfig ist ein Betäubungsgewehr, aber ich weiß nicht, ob das bei dieser Spezies funktioniert. Sie dürfen es aber gerne ausprobieren.
War das nicht eine Armbrust? Ich dachte, das wäre eine Armbrust gewesen. Na gut, das ist halt ein Betäubungsgewehr, ist mir auch recht. Ist auch schön, wir wissen gar nicht, ob es funktioniert, aber dürfen das gern ausprobieren. So, das wird traumhaft. Zum Glück kann man ja speichern, dann ist alles gut. Oh ja, ich freue mich jetzt schon. So, und nun? Ja, was nun? Das nun leider. Ich weiß leider nicht, wo der Ausgang ist. Oh oh. Das war nicht so der Plan. Unsere Fleischwunden diagnostiziert, automatische Medizinsysteme aktiviert. Ich habe mich mal sterben lassen, weil war jetzt auch sinnlos. Ich glaube, der Plan ist nicht, dass man drin bleibt. Ich glaube, wir müssen dann so schnell wie möglich wieder raus, oder? Ich weiß bloß nicht wo, das ist das Problem. Also ich meine, wir haben es ja jetzt raus geschafft gerade eben, aber das war jetzt auch nicht so der Sinn der Sache vermutlich. Was? Der klammert mich schon an. Oh, ich sehe was. Schnell, Gordon, schnell. Flüchte dich dorthin, wo es dir nicht hinkommt. Okay, wir sind draußen. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, dass das Biest an die Oberfläche kommt. So wie davor. Oh, ich schnittere ein wenig auf dem Wasser. Ist wohl Aquaplaning-Gefahr hier. Kommt das denn raus? Ich habe keine Lust da reinzugehen, ganz ehrlich. So, ich speichere mal. Ich weiß nicht, wie viele Schuss wir brauchen. Wir haben bloß noch 7. Aber ich hoffe einfach mal, dass die reichen. Müssen wir etwa da rein? Ich will nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn das Vieh hier nicht auftaucht, dann sieht es schlecht aus. Okay, das ist bloß so kurz an der Oberfläche, das wird schwierig. Weiß nicht, ob der getroffen hat. Wo, wo, wo? Komm schon. Zeig dich. Zeig dich, Monster. Ah, Feigling. Zeig dich in meinem Sichtfeld. Schön. Okay, ich lade mal nach. Und, ist auch ein interessanter Mechanismus. Ich trau mich mal rein. Ich meine, wir können ja laden zur Not wieder. Was ist denn? Okay. Fuck. Ich glaube, wir haben's. Ja, wir haben's. Stirb, Höllenbrut! Ah! So, und damit können wir uns jetzt hier auch ein bisschen genauer umschauen und werden feststellen, dass wir hier irgendwelche Ventile benutzen müssen. Genau. Zum Beispiel dieses hier. Um in einen neuen Bereich zu kommen, und das hätten wir natürlich schwerlich tun können, wenn dieses Vieh noch dabei gewesen wäre. So, dann muss sein, bis ganz nach oben. Schnell hoch, um Luft zu holen. Und dann wieder. Oh. Oh, okay, das war doch nicht das. Ich dachte, wir müssen hier. Na gut, ist das. Ah, vielleicht auch doch. Kommen wir hier einfach nur an die Oberfläche wieder? Oder ist das. Nein, das ist ein neuer Weg, ne? Genau. Gut. Okay, der Weg zurück ist abgeschnitten. Wir gehen voran. Ich glaube, ich speichere mal lieber, wenn das hier so hackt. Hallo? Ich muss aber die Tür öffnen. Ja, geht doch. Okay, hier sieht es hübsch aus. Wo? Was? Wie? Na toll. Ein Hinterhalt! Ich fass es ja nicht. So, machen wir mal die Schnellspeicherung hier. Die Schnellladen nehmen wir mal wieder, um mal reinzukommen. Wie auch immer. So. Und ich mache noch mal kurz Pause und dann geht's weiter.